Also ich muss vielleicht gar keine Kinder- und Jugendcoach-Ausbildung machen, um nicht meine eigenen Kinder oder Kinder generell schon zu unterstützen. Ich glaube, es gibt so ein paar kleine Punkte, wenn ich die jetzt schon berücksichtige, dann kann ich durchaus auch was verbessern oder auch verändern. Ein Punkt wäre zum Beispiel, dass Sie mit Ihrem Kind auch mal schauen könnten, wie die Art der Kommunikation ist. Sprechen Sie mit Ihrem Kind über das, was es tun möchte, das, was es erreichen möchte und das und die Inhalte, wo die Reise hingehen soll. Sprechen Sie mit ihm, lernen Sie mit ihm für gute Noten und nicht für schlechte Noten. Damit meinen wir, die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, sind auch die, über die wir am meisten nachdenken und die auch uns auch am meisten etwas machen. Und wenn ich zum Beispiel mal eine 5 in Mathe geschrieben habe und jetzt lerne, um keine 5 mehr in Mathe zu haben, dann habe ich durch den Gedanken der 5 an Mathe immer schon ein ungutes Gefühl, es geht mir nicht so gut und habe vielleicht auch nicht die Energie, um jetzt wirklich mal sinnvoll für Mathe zu lernen. Wenn ich dann schaue mit meinem Kind, wo kann die Reise hingehen, dass ich sage, hey, ich lerne für eine bessere Note oder für eine 3 in Mathe, dann habe ich eine andere Energie, ein anderes Standing, eine andere Ausstrahlung und vielleicht auch den leichter dann die Fähigkeit zu lernen und mir die Inhalte auch zu merken. Dann wäre der nächste Schritt einfach als Idee, dass wir hinhören lernen. Es ist ganz häufig so, dass Kinder uns gerne was erzählen, dass sie ganz begeistert etwas erlebt oder erfahren hat und wir Erwachsenen mit unseren Gedanken dann ganz woanders sind. Und auch wenn wir es nicht so meinen, ist dann das Rühren im Kochtopf, damit die Soße nicht rüber blubbert, oder das Erzählen des Partners über das Erleben des Tages in der Arbeitswelt schon manchmal dominanter. Und wenn dann mein Kind am Tisch sitzt, mir etwas erzählt, ich nur kurz nicke und meine Frau irgendetwas frage, dann kann es sein, dass es meinem Kind nicht gut geht. Nicht gut damit, weil es das Gefühl hat, nicht gesehen und nicht gehört zu werden. Und wenn das öfter passiert und mehrfach, auch wenn ich das als Elternteil gar nicht so meine, dann entsteht eher eine Resignation und auch eher ein Frustgefühl. Und wenn ich dann als Elternteil sage, so, und jetzt würde ich gerne mal mit dir reden, wie geht's dir denn, was macht denn die Schule? Dann hören wir meistens so, gut, geht, alles klar. Weil über ein häufiges Nicht-Zuhören oder das Gefühl, nicht gesehen zu werden, entsteht irgendwo auch oder senkt sich die Lust, auch weiterhin irgendwas zu erzählen. Eine weitere Idee, wie Sie Ihr Kind jetzt schon unterstützen können, ist, dass Sie mit Ihrem Kind schauen, was es am Tag gut macht. Zum Beispiel per Erfolgebuch. Sie müssen nicht das Erfolgebuch nehmen, was wir hier bei uns haben. Sie können auch generell vielleicht ein schönes Buch oder irgendeine Unterlage nehmen, an dem Sie abends mal schauen, was ist am Tag gut gelungen, was hat Spaß gemacht, was habe ich als Kind auch gut hingekriegt. Hintergrund ist, dass wir aufgrund der selektiven Wahrnehmung, das bedeutet, die Dinge, mit denen wir uns beschäftigen, von den Dingen nehmen wir unbewusst mehr wahr. Das können wir hier nutzen, indem wir zum Beispiel für das Selbstbewusstsein des Kindes auf die Dinge gucken, die das Kind schon gut macht. Und wenn so ein Kind lernt, auch tagsüber schon zu schauen, weil es weiß, abends schreibt es ins Erfolgebuch, was mache ich denn gut, was tue ich denn gut, dann geht es nicht mehr um die berühmte Frage, bin ich gut genug, kann ich das, schaffe ich das, ist das richtig, sondern ich bin gut genug und woran mache ich es fest, was dazu führt, dass ich unbewusst immer mehr die Dinge wahrnehme, an denen ich merke, hey, ich bin gut genug und ich bin wertvoll und ich kann Dinge, die vor mir liegen, auch schaffen. Und wo Sie Ihr Kind auch unterstützen können, ist, dass Sie für das Lernen oder für die Hausaufgaben auch eine gute Lernumgebung schaffen und auch vielleicht dafür sorgen, dass direkt nach dem Lernen die PlayStation nur einen kleinen Moment noch ausbleibt, weil die Inhalte auch noch verarbeitet werden wollen, dass Ihr Kind vielleicht eine ruhige Umgebung hat oder eine Umgebung, wo es nicht abgelenkt wird. Und wenn Sie Ihr Kind mit einer besonderen Lerntechnik unterstützen wollen, das Alpha-Learning ist eine ganz gute Möglichkeit, dass die Kinder viel leichter lernen, Dinge leichter behalten und schneller auch wieder abrufen können, wenn Sie zum Beispiel leise im Hintergrund die Schnelllern-CD oder die Leichtlern-CD von uns im Hintergrund laufen lassen. Ihr Kind kommt dadurch direkt in den Lernzustand, also in den Alpha-Zustand und kann die Inhalte, die es lernt, auch wirklich dauerhaft behalten und in der Schule wiedergeben. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns alle wünschen, dass unsere Kinder leichter und easier lernen und die Dinge auch noch behalten und wiedergeben können. Und ich glaube, Ihr Kind ist auch ganz happy drüber. Dies war ein kleiner Ausschnitt aus den Möglichkeiten, die Ihnen natürlich zur Verfügung stellen. Wenn Sie Interesse oder Fragen an der Kinder- und Jugendcoach-Ausbildung haben, die ein breites Portfolio an Methoden bietet, an Ansätzen, an Möglichkeiten, dann fragen Sie uns einfach, melden Sie sich bei uns, rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Und gerne leiten Sie es auch weiter. Es gibt bestimmt Eltern, Jugendliche und Menschen, die vielleicht auch mit Kindern arbeiten möchten, die die ein oder anderen Methoden, Ansätze und Ideen, Kniffe oder Tricks auch gut gebrauchen können. Schicken Sie es einfach weiter und wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Vielen Dank.